Herzlich willkommen zu Yoga Itch nach online in diesen Zeiten. Wir beginnen im Stehen. Ihr könnt die Füße richtig schön auf der Matte ausbreiten und die Augen schließen. Die Arme können schwer links und rechts vom Körper hängen. Dann könnt ihr ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Mit der Ausatmung könnt ihr euch vorstellen, dass euer Körper immer mehr entspannt. Könnt ihr euch vorstellen, mit der Ausatmung bis in die Füße hinunter zu atmen. Es würden die Füße immer breiter auf der Matte. Könnt ihr euch vorstellen, die Füße in den Boden zu verwurzeln. Wie ein Baum. Dann könnt ihr an einen großen Baum denken, den ihr mal gesehen habt. Und spüren, wie ihr immer mehr in der Matte, im Boden, in der Erde verwurzelt seid. Die Verbindung zur Erde spüren. Mit jedem Atemzug die Verbindung zum Boden, die Beine in die Füße vertiefen. In der nächsten Ausatmung könnt ihr Anspannung wie durch euch durch die Füße in die Erde fließen lassen. Vielleicht werdet ihr noch ein bisschen weicher in den Kniekehlen, in den Hüften. Könnt ein bisschen hin und her schaukeln und spüren, wie fest die Füße auf dem Boden stehen. Dann findet die Mitte. Mit der nächsten Einatmung zieht die Arme über die Seite nach oben lang. Ihr könnt die Augen öffnen oder geschlossen halten. Spreizt die Fingerspitzen. Spreizt die Finger auseinander, streckt euch lang. Und dann stellt ihr euch vor, ihr wachst mit euren Ästen in den Himmel. Und spürt die Verbindung zwischen dem Himmel und der Erde. Die Verwurzelung in den Füßen. Und das Strecken in den Himmel, in die Weite, in den Raum. Ihr könnt euch vorstellen, wieder, dass ihr dieser Baum seid, der jetzt im Frühling Blätter schlägt, Blüten, und der vielleicht schon viele Jahre und Jahrzehnte verschiedenste Jahreszeiten, Witterungsbedingungen und Situationen durchlebt hat. Der weiß, wie er sich erneuert im Winter, in den Frühling, in den Sommer, in den Herbst. Ihr könnt wieder diese Verbindung spüren zwischen dem Himmel und der Erde, euch langziehen. Tief einatmen, als würdet ihr durch eure Arme, eure Äste, die Sonnenenergie, das Licht, die Lebensenergie in euren Körper hineinströmen lassen. Mit der Ausatmung im ganzen Körper verteilen. Noch einmal ein und aus. Dann greift die rechte Hand mit der linken, streckt euch lang, mit der Ausatmung lehnt euch zur Seite, lasst den Kopf hängen. Mit der Einatmung kommt zur Mitte und lehnt euch zur anderen Seite, lasst den Kopf hängen. Mit der Einatmung kommt wieder zur Mitte, mit der Ausatmung lasst ganz langsam die Arme sinken. Stellt euch wieder den Baum vor. Jetzt im Frühling, die Blätter ausschlagen, die Blüten. Und jetzt, wenn die Arme an der Seite sind, stellt euch vor,
die wunderschöne Krone des Baums, voller Blätter im Sommer. Und dann lass die Arme langsam sinken. Im Herbst, Blätter fallen und in den Winter. Atmet aus. Der nächsten Einatmen könnt ihr mit geschlossenen Augen das Gewicht in euer rechtes Bein verlagern und mit geschlossenen Augen das linke Bein hochheben. Vielleicht wackelt es ein bisschen. Ja, ihr könnt es mal ausprobieren. Mit der Ausatmung den Fuß wieder abstellen und die Fußsohlen spüren. Dann wechselt die Seite, ihr könnt die Augen geschlossen lassen. Und ganz langsam das rechte Bein heben. Balancieren, vielleicht wackelt es, vielleicht fallt ihr um. Und ausatmen, den Fuß wieder abstellen. Der Ausatmung verwurzelt wieder die Füße, verlagert das Gewicht nach rechts, öffnet die Augen und bringt einen Fuß entweder ans Fußgelenk, an die Wade oder an den Oberschenkel. Bringt die Hände zusammen. Verwurzelt euch wieder durch den Fuß und mit der Einatmung wachst wieder in die Höhe, lang. Zieht euch lang, Arme können gestreckt sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch zur Seite legen. Ausatmen. Und spürt wieder die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Mit der Ausatmung verwurzelt euch. Mit der Einatmung zieht die Lebenskraft aus der Erde in euch hoch. Mit der Ausatmung streckt euch. Mit der Einatmung zieht das Licht und die Lebenskraft aus dem Himmel in euch hinein. Einatmen zur Mitte. Ausatmen. Wenn die Hände vors Herz, stellt wieder beide Füße ab. Könnt die Augen für einen Moment schließen und den Körper spüren. Verlagert das Gewicht nach links. Öffnet die Augen. Bringt den Fuß ans Fußgelenk. An die Wade, an den Oberschenkel. Bringt die Hände zusammen. Verwurzelt euch durch den linken Fuß. Einatmen, die Energie fließt nach oben. Ihr verbindet euch von der Erde zum Himmel. Zieht euch lang. Mit der Ausatmung lehnt euch zur Seite, wenn es geht. Spürt die ganze Seite lang. Streckt euch und zieht wieder aus dem Himmel die Sonne, das Licht in euch hinein. Einatmen zur Mitte. Ausatmen. Kommt zum Stehen. Schließt die Augen, lass die Hände sinken. Spürt den Kontakt mit dem Boden. Bringt die Füße parallel. Mit der Einatmung zieht die Arme nach oben lang. Mit der Ausatmung lehnt euch nach vorne, könnt die Knie beugen oder strecken, stellt die Hände auf. Einatmen, der Rücken ist lang, Knie sind gebeugt oder gestreckt. Ausatmen, lasst den Kopf hängen. Einatmen, kommt wieder nach oben, zieht euch lang. Ausatmen, lehnt euch nach vorne, ihr könnt den Kopf hängen lassen, ihr könnt die Beine beugen oder strecken. Einatmen, zieht euch lang. Ausatmen, lasst den Kopf hängen. Einatmen mit gestreckten oder gebeugten Beinen, lang. Ausatmen, lehnt euch wieder nach vorne, stellt die Hände ab. Einatmen, schaut nach vorne. Ausatmen, lasst den Kopf hängen. Einatmen, kommt wieder nach oben. Ausatmen, zum Stehen. Steht wieder für einen Moment, spürt wieder die Verbindung zur Erde und wächst in den Himmel. Bringt das rechte Bein nach vorne und das linke nach hinten. Zweiter Krieg. Beugt das vordere Bein. So gut es geht. Streckt beide Arme zur Seite. Schaut, dass die Schultern weg sind von den Ohren. Die Fingerspitzen ziehen auseinander. Schaut über die rechte Hand. Beugt das vordere Bein noch ein bisschen mehr und stellt euch wieder vor, mit der Ausatmung verwurzelt ihr euch im Boden. Mit der Einatmung zieht ihr die Energie aus dem Boden nach oben und lehnt euch zurück. Einatmen.
Mit der Ausatmung lehnt ihr euch über die rechte Seite, die linke Sessellage. Einatmen zieht die Energie aus dem Himmel, ausatmen, verteilt sie im ganzen Körper. Einatmen, lehnt euch über die Seite. Ausatmen, zurück. Bleibt für einen Moment. Adho Virabhadrasana 2. Einatmen zur Mitte. Streckt beide Beine, bringt die Füße parallel, steht für einen Moment. Wechselt die Seite. Linkes Bein zeigt nach vorne. Linkes Knie ist gebeugt. Streckt die Arme. Bleibt hier. Beugt das linke Knie noch ein bisschen mehr. Zieh die Schultern auseinander. Schau über die linke Hand. Und auch hier wieder. Atmet ein. Zieht die Energie durch die Füße nach oben. Lehnt euch zurück. Ausatmen. Lehnt euch über die Seite. Die ganze rechte Seite ist lang. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal einatmen. Bleibt hier. Adho Virabhadrasana 2. Die ganze linke Seite ist lang. Ausatmen zur Mitte. Streckt beide Beine. Bringt die Füße parallel. Wenn ihr könnt, greift die Finger hinter euch. Mit der Ausatmung lehnt euch nach vorne. Lasst euch nach vorne hängen. Und lasst jetzt richtig alles nach unten sinken. Der Rücken wird lang, die Beine sind gestreckt, der Nacken ist total entspannt. Dann lasst die Hände los. Stellt die Hände vor euch auf den Boden auf. Ihr könnt jederzeit die Knie beugen. Einatmen, der Rücken ist lang. Ausatmen, lasst den Kopf hängen. Einatmen, der Rücken ist lang. Ausatmen, lass den Kopf hängen. Gut. Mit der Einatmung, mit gestreckten oder gebeugten Beinen, komm nach oben. Einatmen, ausatmen, bring die Füße zusammen. Kannst einen Augenblick die Augen schließen. Entspann die Arme. Stell den rechten Fuß an den vorderen Mattenrand. Und den linken Fuß nach hinten. Beugt das rechte Knie, schiebt die linke Hüfte nach vorne. Die Ferse kann oben sein oder auf dem Boden. Einatmen, zieh die Arme nach oben. Ausatmen, beugt das Knie. Bleib hier für einen Moment. Auch hier wieder mit der Ausatmung. Verwurzel die Füße im Boden. Beugt das vordere Knie noch ein bisschen. Einatmen, zieh die Energie nach oben. Bis in die Arme, zieh dich lang. Lehn dich vielleicht ein bisschen zurück. Einatmen, streckt das vordere Bein, entspann die Arme. Lauf mit dem hinteren Fuß einen Schritt nach innen, Hüften sind parallel. Du kannst die Ellbogen greifen oder vielleicht die Hände. Einatmen, zieh den Brustkorb nach oben. Ausatmen, bring den Oberkörper parallel. Einatmen, denk Länge, die Füße sind verwurzelt. Ausatmen, lehn dich nach vorne. Einatmen, stell dir wieder vor, der Rücken wird lang. Ausatmen, lehn dich noch ein bisschen mehr nach vorne. Einatmen, Länge. Ausatmen, entspannen. Einatmen, Länge. Ausatmen, entspannen. Lass die Arme los, beug das vordere Bein, komm nach oben, bring die Füße zusammen, schließ die Augen. Mach einen großen Schritt mit dem rechten Fuß zurück. Linkes Knie ist gebeugt, Hüften zeigen nach vorne. Die Ferse kann weg vom Boden. Streck die Arme nach oben, zieh die Schultern nach unten, zieh den Bauchnabel nach oben, zieh dich lang. Einatmen, Länge. Ausatmen, beug das Knie. Einatmen, Länge. Ausatmen, beugen. Einatmen. Ausatmen, verwurzel die Füße im Boden. Einatmen, streck das Bein, entspann die Arme, Schritt nach innen mit dem hinteren Fuß, Hüften parallel. Kannst wieder die Ellbogen greifen, vielleicht berühren sich die Hände. Zieh das Brustbein nach oben. Ausatmen, lehn dich nach vorne. Schau, dass die Hüften parallel sind. Mit der Ausatmung lehn dich nach vorne. Einatmen, Länge.
Ausatmen, entspannen. Einatmen, Länge. Ausatmen, entspannen. Einatmen, Länge. Ausatmen. Lass den Kopf hängen. Lass die Arme los und stell die Arme links und rechts vom linken Fuß ab. Und drück dich zurück zum Punkt, der nach unten schaut. Ausatmen. Schau, ob du die Schultern von den Ohren wegziehen kannst. Die Fersen in den Boden drücken und die Hüften, die Rippen integrieren. Gesäß zieht zur Decke. Und auch hier wieder, schau, ob du dich verwurzeln kannst. Einatmen. Zieh die Energie aus dem Boden, durch die Arme, durch die Füße, die Beine, ins Zentrum. Ausatmen, verwurzelt. Einatmen, wachs noch ein bisschen höher. Das Gesäß strahlt in den Himmel, zur Sonne. Ausatmen. Einatmen, bleib groß. Ja, jetzt kannst du probieren, Knie, Brustkorb oder mit gestreckten Beinen zum Boden. Ausatmen. Leg dich ganz auf den Boden ab. Roll die Schultern ein paar Mal zurück. Streck die Beine. Verlängere den unteren Rücken. Spreiz die Finger, zieh die Schultern weg von den Ohren, Ellbogen sind nah am Körper. Einatmen, der Oberkörper kommt nach oben, Bhujangasana. Ausatmen, du kannst die Augen schließen und auf deine Nasenspitze schauen. Einatmen, öffne den Oberkörper. Ausatmen, entspannen im Bauch. Einatmen, ausatmen. Noch einmal ein, Schultern ziehen weg von den Ohren, Brustkorb zieht nach vorne. Ausatmen, lehn dich nach vorne. Entspannen im unteren Rücken. Einatmen, drück dich auf die Fersen für Child's Pose Balasana. Und bleib hier für einen Moment, lass den Körper entspannen. Lass die Schulterblätter auseinanderfallen und den Rücken entspannt. Kannst du jederzeit ein Kissen zur Hilfe nehmen, unterm Oberkörper oder unterm Gesäß. Lass den Körper schwer werden. Mit der nächsten Einatmung roll langsam nach oben. Komm auf die Knie. Bring die Hände zusammen. Wenn es dir unter den Knien unangenehm ist, kannst du eine Decke oder ein Kissen nehmen. Roll die Schultern zurück. Und jetzt zieh das Brustbein nach oben. Mein Nacken kann ganz entspannt sein. Zieh das Brustbein nach oben. Leg den Oberkörper zurück, schieb die Hüften nach vorne. Der Nacken kann ganz entspannt sein oder du kannst den Kopf zurücklegen. Ja, das kannst du entscheiden. Breathe, atmen. Einatmen, öffne den Brustkorb. Ausatmen. Schau, wo du noch ein bisschen entspannen kannst. Vielleicht in den Fingern, vielleicht in den Ohren. Einatmen, lang. Ausatmen. Einatmen, zieh dich nach oben. Ausatmen, jetzt geht's, sitz auf die Fersen. Kannst ein Kissen nehmen oder zwischen die Fersen. Kannst jederzeit dich auf ein Kissen setzen. Waden kommen nach außen. Kannst die Hände auf die Oberschenkel legen. Wenn du möchtest, kannst du eine Hand auf den Brustkorb legen. Stell dir vor, du atmest ein durch dein Herz und aus. Durch dein Herz. Einatmen und ausatmen. Stell dir wieder diesen Baum vor. Diesen großen alten Baum mit seinen tiefen Wurzeln, seiner großen Krone, den Ästen, die in den Himmel wachsen. Den Blüten und den Blättern, die in diesem Baum schlummern. Baum, der weiß, wie er sich erneuert. Jedes Jahr Veränderung. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde.
du die Hand loslassen. Die Hände vor dir aufstellen und die Beine überkreuzen. Du kannst die Beine einfach in der Mitte überkreuzen und dich aufrecht setzen. Einatmen, den Rücken lang ziehen. Mit der Ausatmung dreh dich zum vorderen Bein, vielleicht nach rechts. Und dreh dich so weit, für es dich angenehm ist, vor allem wenn du Schmerzen hast im unteren Rücken. Nacken ist entspannt, dreh dich so weit es angenehm ist für dich. Der nächste Einatmen kommt zur Mitte. Mit der Ausatmung lass den Kopf sinken. Wenn es geht, lehn dich nach vorne. Lehn dich so weit nach vorne, wie es für dich angenehm ist. Der Kopf und der Nacken sind entspannt. Du kannst wieder eine kleine Bewegung gehen mit der Einatmung, mit der Rücken lang. Mit der Ausatmung lass dich nach vorne hängen. Einatmen, der Rücken ist lang. Ausatmen, lass dich hängen. Noch einmal ein. Mit der Ausatmung entspannen. Bleib hier für einen Moment. Stell dir vor, du entspannst den ganzen Raum zwischen den Schulterblättern, im Nacken. Vielleicht nimmst du wahr, was du in letzter Zeit mit dir rumgeschleppt hast und stellst das Rucksäckchen mal neben dich ab und entspannst. Den nächsten Einatmen und langsam nach oben. Ausatmen über die Schultern. Und dann wechsel die Seite. Bring das andere Bein nach vorne. Ja? Schienbeine sind überkreuzt. Einatmen lang. Ausatmen. Dreh dich zur anderen Seite. Schau, dass nicht vor allem der Hals dreht, ja? Sondern der Oberkörper dreht langsam. Der Nacken ist entspannt. Ganz ruhige Ein- und Ausatmen. Mit der Einatmung dreh dich zur Mitte. Ausatmen, lass das Kinn auf den Brustkorb sinken. Vielleicht lehnst du dich nach vorne. So weit, wie es für dich geht, dass es keinen Schmerz gibt im unteren Rücken. Der Ausatmung lässt den Kopf hängen. Der Einatmung zieht den Rücken lang. Ausatmen, lehn dich nach vorne. Einatmen, lehnen. Ausatmen. Noch einmal ein. Mit der nächsten Ausatmung bleib für einen Moment vorne. Lass den Kopf hängen. Der Kopf ist entspannt. Spür den Atem im Körper. Spür wieder deinen Rücken. Und schau wieder, ob du dein Säcklein abstellen kannst neben dir. Du kannst jederzeit später wieder alles genauso anziehen oder auch nur das Wichtige aus dem Säckchen rausnehmen. Der Einatmung voll nach oben. Mit der Ausatmung streck die Beine zur Seite. So weit es geht, dass du noch aufrecht sitzen kannst. Einatmen, sitz ganz aufrecht. Wenn du willst, kannst du die Arme mal nach oben strecken. Die Füße sind aktiv. Und auch hier wieder vorstellen, du wächst in den Himmel. Ja. Stell dir die Äste vor vom Baum. Stell dir davor, der Baum, der jetzt im Frühling in den Himmel wächst. Die Blüten, die Blätter. Mit der Ausatmung lass die Arme wieder sinken. Der Baum seine ganze Pracht entfaltet. Und dann kommt der Herbst, die Blätter fallen wieder. Und es ist wieder Winter. Es ist wieder Ruhe. Der Baum regeneriert sich. Einatmen, zieh dich lang, mit der Ausatmung lehn dich nach vorne. So weit es geht. Vielleicht
Bringst du nur den Kopf nach vorne, vielleicht legst du dich nach vorne, schau, was für dich geht. Bleib da, was für dich stimmt. Kannst dir wieder vorstellen, durch das Herz zu atmen, ein und aus. Den Atem und den Herzschlag zu synchronisieren. Es beruhigt unser Nervensystem. Und dann komm langsam nach oben, wenn du dich nach vorne gelehnt hast. Nimm die Füße, bring die Füße zusammen, so weit wie es für dich geht. Sitz nochmal für einen Moment aufrecht. Vielleicht lehnst du dich nochmal nach vorne, vielleicht nur der Kopf, vielleicht der ganze Körper. Einatmen. Stell die Füße auf und leg dich langsam zurück auf den Rücken. Nimm die Knie, zieh die Knie zu dir ran. Und für ein paar Atemzüge lass mit der Einatmung die Knie von dir wegkommen. Mit der Ausatmung zieh die Knie zu dir ran. Apanasana, die Energie, die nach unten fließt. Einatmen. Jetzt mit der nächsten Ausatmung stell dir vor, du kannst ausatmen und loslassen, was du nicht mehr brauchst. Mit der Ausatmung lass los, was du nicht mehr brauchst. Lass es in den Boden, in die Matte, in die Erde fließen. Die Erde, die uns alle trägt, seit vielen, vielen Millionen Jahren. Alle Veränderungen mitmacht. Dann streck dich mit der Ausatmung. Leg dich bequem auf den Rücken. Wenn dir kalt ist, kannst du dir eine Decke nehmen. Wenn du unteren Rücken Schmerzen hast, leg dir das Kissen unter die Knie. Schau, dass der Nacken lang ist. Ja? Dass die Handflächen nach oben zeigen, die Füße fallen auseinander. Und bleib hier für ein paar Atemzüge. Lass einfach den Körper hier liegen. Atmen, ganz spontan. Du musst nichts machen. Schau, ob du den Körper vielleicht noch ein bisschen mehr entspannen kannst. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Die Pause zwischen der Ausatmung und der Einatmung wird länger. Dass auch der Geist in Ruhe ist. Das Herz im Moment in Frieden. Kannst dir so lange liegen bleiben, wie es für dich gut ist. Und wenn es genug ist, kannst du die Beine aufstellen, langsam auf die rechte Seite legen. Vielleicht bleibst du hier noch einen Moment liegen. Dann komm nochmal zu einer bequemen Sitzposition. Kannst nochmal die eine Hand auf den Brustkorb legen. Ein- und ausatmen durch dein Herz. Nochmal reinspüren, wie der Körper sich jetzt anfühlt, was jetzt gerade präsent ist. Vielleicht spürst du nochmal die Verbindung zur Erde unter dir.
Lebenskraft aus der Erde und zum Himmel über dir. Die Lebensenergie aus der Sonne, aus dem Licht. Vielleicht verteilst du mit jeder Ausatmung diese Energie im ganzen Körper. Die Hände zusammen. Danke.